Hey, aktuell Thema Nummer 1 ist natürlich die Triumphmomente und heute möchte ich euch mal zeigen, welche Belohnung es dafür gibt und welche Aufgaben ihr jetzt wirklich dafür machen müsst. Einfach mal so eine kurze Zusammenfassung von allem, was ihr zu den Triumphmomenten wissen müsst. Wenn ihr euch ab sofort in Destiny einloggt, erhaltet ihr im Orbit eine Mitteilung, dass eure Triumphe nun verfügbar sind. Hierzu könnt ihr dann in der Poststelle das Triumphmomenten-Urkundenbuch holen. Mein Gott, was ein Board! Zunächst komme ich mal zu den Aufgaben, die ihr dafür machen müsst. Das ist einmal ein wiedergeborenes Schwert. Schließe eine beliebige exotische Schwertsuche von Checks ab. Die Schwertlogik. Besiege Oryx im Königsfall Wait auf Schwer. Das Spiel ist das Ding. Schließe die König der Besessenen Suche, die in Königsmord gipfelt, ab. Das ist unglaublich. Schließe die Schmelztiegelsuche ab, die mit der Gipfel beendet wird. Eris Morn Rache. Sammle alle 50 kalzifizierten Fragmente. Kehre zum Rift zurück, schließe die April-Quest vor den Toren und kehre ins Gefängnis zurück ab. Herausforderung der Ältesten, vervollständige ein Ältestensiegel. Das dritte Element levelt ein Jahr-2-Fokus eines beliebigen Charakters komplett hoch. Die Jahr-2-Fokusse sind einmal Sturmtrance, so heißt es glaube ich eigentlich, der Nachtpirscher und der Sonnenbezwinger vom Titan. Zu den Sachen, zu denen ich schon Guides gemacht habe, packe ich euch mal die Links unten in der Infobox. Ihr habt bis zum 20.09. Zeit, diese Aufgaben abzuschließen und eure Belohnung dafür abzuholen. Falls ihr das Urkundenbuch zerlegt, könnt ihr es ohne Kosten im Everversum wiedererwerben. In diesem Buch gibt es auf jeden Fall einen Rang. Für den Abschluss eines jeden Moments erhaltet ihr Triumphmomente, Erfahrungspunkte, mit welchen ihr im Rang aufsteigt. Habt ihr bereits welche erfolgreich absolviert, klickt ihr im Buch einfach auf Abschließen, um dann die Erfahrungspunkte zu erhalten. Bei 2, 4, 6 und 8 abgeschlossenen Triumphen erhaltet ihr eine Belohnung. Und die zeige ich euch jetzt einmal. Bei 2 abgeschlossenen bekommt ihr einen Shader. Der hat mich ein bisschen an Glühü erinnert, weil er in diesem krassen Blau Türkis ist. Bei 4 abgeschlossenen Triumphen erhaltet ihr das Schild des Reisenden. Das ist ein Abzeichen. Das finde ich persönlich sehr cool. Naja, okay, eigentlich nur, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist und das Emblem blau ist, aber okay. Bei 6 abgeschlossenen erhaltet ihr den Morgendämmerungsbeschwörer-Shader. Den finde ich ganz okay, aber ja, besser als nichts, würde ich mal sagen. Also der ist jetzt nicht wow. Das ist der Shader, den ich schon immer haben wollte oder so. Und bei 8 abgeschlossenen Triumphen bekommt ihr das Abzeichen Hörer, den Aufruf. Das finde ich eigentlich ganz schön. Allerdings habe ich es erst sofort reingetan, aber dann habe ich hinterher doch das andere Abzeichen aus dem Bungee Store reingetan. Und genau zu dem komme ich nämlich jetzt auch. Wenn ihr das Buch nämlich komplett abgeschlossen habt, könnt ihr auf der Bungee-Seite einen Code, den ihr im Bungee-Store einlösen könnt, euch abholen, sag ich mal. Dafür müsst ihr einfach auf euer Profil klicken und dann steht da auch schon Buch abgeschlossen. Ihr seht das aber auch einmal im Hintergrund. Das Shirt kostet so im Bungee-Store $777.000, glaube ich. Und wenn ihr diesen Code eingibt, das kommt, nachdem ihr das im Warenkorb gepackt habt und alles, dann springt das auf $24.99. Das steht euch natürlich frei, ob ihr das Shirt kauft oder eben nicht. Ich persönlich habe mir das Shirt gekauft, allerdings ist das auch nicht $24.99, sondern dann kommen nämlich nochmal $5 obendrauf, wenn man den Namen auf dem Arm haben will. Das habe ich auch machen lassen. Und nochmal Versandkosten nach Deutschland, weil Bungie ja in den USA sitzt. Ja, ich wollte das Shirt persönlich unbedingt haben, deswegen habe ich es mir auch bestellt. Ich zeige auch euch im Hintergrund, wie das Ganze abläuft. Ihr könnt nur per Kreditkarte zahlen, das ist ganz wichtig zu wissen. Aber viele Banken bieten euch ja mittlerweile umsonst Kreditkarten an. Ich habe es mir, wie gesagt, bestellt. Ich persönlich finde es auch eine coole Sache, dass man sowas auch noch kriegen kann. Aber das war auch klar, dass sie nicht tausenden Spielern dieses Shirt schenken, sondern dass man das auch noch bezahlen muss. Für die, die keine Lust haben, sich das Shirt zu holen, gibt es trotzdem schöne Alternativen, nämlich die Shader und die Abzeichen. Dieses Jahr gibt es sogar mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr gab es ein einziges Abzeichen, also wirklich solltet ihr darüber mal nachdenken, weil ich habe schon viele gelesen, die sich sehr darüber beschwert haben und ich finde das ziemlich ungerecht gegenüber Bungie, weil die überhaupt sowas machen und in vielen Spielen gibt es sowas ja gar nicht.
Und dieses Shirt muss sich ja keiner kaufen. Dabei gab es allerdings auch noch ein cooles Emblem. Das gibt es nur diese Woche. Also von gestern an bis nächste Woche Donnerstag gibt es dieses Emblem dabei. Wenn ihr irgendwas im Bungee Store kauft, das ist auch egal was, ob es jetzt das Shirt ist oder eben nicht. Naja, von meiner Seite war es das dann jetzt erstmal. Ich hoffe, ich habe das alles so verständlich wie möglich erklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ich würde gerne wissen, was ihr generell zu den Belohnungen sagt. Seid ihr zufrieden mit Shadern oder was hättet ihr euch gewünscht, was es noch an Belohnungen gibt? Auch das packt ihr mir am besten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!